So, hallo und grüß Gott. Ich möchte Ihnen heute mein Weißbrot zeigen und ich nenne es Ciabatta. Und ich habe mich jetzt belehren lassen von der Chiara und die hat gesagt, Ciabatta gehört in eine größere Form. Das können Sie auch machen, aber ich mache es jetzt in die Rührkuchenform rein, weil die momentan auch im Sonderangebot ist. Und ich möchte hinterher dann Schnittchen machen und dann und toll belegen. Gell? So, ich steche jetzt einfach, ich habe den Hefeteig geknetet, habe ihn in unserer Hefeteigschüssel einfach gehen lassen. Da geht er wunderbar. Und ich gehe jetzt einfach her, steche die Hälfte ab, ist von einem Kilo Mehl. Ich habe jetzt das Ganze einfach verdreht, nur einfach so verdrehen, in die Form reinlegen und dann mit Öl bestreichen und dann einfach noch mit Salz drauf. Jetzt geben wir das Ganze in den vorgeheizten Ofen und backen es so circa 35 bis 40 Minuten. Wir haben jetzt den Restteig von unserem Teig. Wir haben nämlich von einem Kilo Mehl angeknetet. Und Sie wissen ja, wir haben Sauerteig. Ich habe Sauerteig rein, wir haben Salz, ich habe Salz rein, ich habe Brotgewürz rein und natürlich unsere Eiko-Trockenhefe. Und jetzt gehen wir her und legen unsere Folie drauf und wählen das zwischen zwei Folien aus und machen einfach ein paar Hefeteigrosen weg, dass Sie das auch mal sehen, wie man das macht. Und Sie können auch kleine Pizzas machen, Sie können Pizzazungen machen. Also mit dem Teig lässt sich sehr schön verarbeiten, können Sie viele Kleingebäckteile machen, wenn Sie Gäste kriegen. Gell? Ich wähle jetzt zwischen zwei Folien unseren Teig aus. Das wisst ihr ja, dass wir den immer zwischen zwei Folien auswählen. Hat den Vorteil, dass nichts klebt und ist einfach eine schöne, saubere Sache. Auch im Plätzchenbereich, jetzt kommt die Weihnachtszeit wieder, und im Plätzchenbereich, Hefeteigbereich, Mürbteigbereich, allein in diesen Kneteigbereichen ist das herrlich. So. Wir haben das Ganze jetzt ausgewählt. Und jetzt nehmen wir unsere kleine Bärchenform und stechen hier solche Teilchen aus. Ja? Und dann gehen wir her, nehmen das her. So. Und wir haben jetzt hier Kräuterpfeffer mit Frischkäse angerührt. Und geben jetzt das Ganze nach oben, so, so, und legen hier dann jetzt noch ein Salamistückchen drauf. Wir können es auch noch ein bisschen abschneiden, das sehen wir jetzt, wie es rauskommt, und rollen das Ganze so auf. Miteinander, dann schaut es recht nett aus. Und wir setzen das jetzt in unsere kleinen Ring rein mit Einsatz. Und so legen wir jetzt Rose an Rose. So, unsere Röschen wären jetzt fertig. Und jetzt schauen wir mal, wie die rauskommen. Gell? Können Sie auch mal zum kalten Buffet machen. Und jetzt schauen wir noch, wie wir es ausgarnieren und verzieren. So, mit unserem Schiffchen stechen Sie jetzt wieder einen Teig aus. Es sind jetzt einfach so verschiedene Dinge, was Sie hier mit dem Hefeteig noch machen können. Und jetzt gehen wir her, geben ein bisschen Frischkäse drauf und ein bisschen Salami. Sie können natürlich auch Ketchup drauf geben, was Sie halt so möchten und was Ihnen schmeckt. Und dann backen wir das auch noch mit. So, und jetzt geben wir noch ein bisschen Salami drauf, nochmal ein bisschen geriebenen Käse und geben es dann auch in den Ofen und backen das. So, mit unserer Käsereibe können Sie alles reiben, ob das Muskat ist, ob das Käse ist, ob das Äpfel sind. Überall, wo Sie ein bisschen drüber reiben möchten, nehmen Sie die Käsereibe. Sie reibt einfach gigantisch.
Und das geben wir jetzt auch wieder in den vorgeheizten Ofen und backen das Ganze. So, Sie sehen jetzt, unser Brot wäre fertig. Mit unserem Teigabstecher lösen wir jetzt das Ganze aus. So. Und fertig ist unser Brot. Ist sehr schön geworden, finde ich. So, wir haben jetzt unser Brot angeschnitten. Schneiden einfach ein paar schöne Scheiben runter. Und dann gehen wir her und belegen das Ganze. Wir haben jetzt einen guten Dip auf unser gutes Weißbrot. Und zwar haben wir da Avocado genommen und haben es zerdrückt. Und ein bisschen Kräuterpfeffer rein und Zitrone rein und ein bisschen Salz. Haben es schön gewürzt. Und das steigen wir jetzt auf unser Baguette drauf. Und dann geben wir ein bisschen Frühlingszwiebel drauf. So. Upsala. Und dann haben wir Garnelen angebraten und die geben wir mit drauf. Und die Brigitte hat jetzt noch ein gutes Dressing gemacht. Da hast du was rein? Wir haben Honig rein, wir haben Senf rein, wir haben Kräuterpfeffer rein, wir haben ein bisschen Salatgewürz rein und Essig. Und das war es eigentlich schon. Ihr bekommt ja das Rezept dann und dann könnt ihr das zu Hause nachmachen. Und guten Appetit, weil das sieht super aus. Das schmeckt bestimmt toll. So, unsere Hefeteigrosen werden jetzt fertig. Wir haben sie im Ring gebacken. Und jetzt nehme ich einfach den Ring ab. So. Und so schauen die dann aus. Und Sie können die jetzt noch einfach ein bisschen ausgarnieren, verzieren. Sie können Käse reingeben. Wir machen das jetzt miteinander. Das macht Ihr Mann. Und dann haben Sie einen schönen Rosenkranz. Unsere Hefeteigrosen sind fertig. Unsere Pizza ist fertig, ja. Und kommt auch sehr nett raus. Und so können Sie das einfach zum kalten Buffet einfach servieren. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss, ade, auf Wiedersehen.